Hallo und willkommen zurück zu Planet Crafter mit Selina und wir gucken uns heute das wundervolle neue Update an. Und zwar gab es ja ein Fisch- und Drohnen-Update und wir schauen uns das heute mal an. Ich habe schon ein bisschen was ohne euch gemacht und zwar habe ich diese Fischfangstation gebaut. Genau, Sammler des Wasserlebens. Und dort werden Eier gesammelt. Also wir haben hier schon mal einmal Fisch-Kuni-Eier. So, ich habe aber schon welche dabei. Und ich wollte mit euch nämlich erstmal Aquarien bauen. Und ich habe mir überlegt, so, wo kommen die hin? Und zwar, passt auf. Also, ich habe ja... an sich, hier sind beiden... Schmetterlinge. Da ist das, da ist das. Okay, also wir könnten hier noch Aquarien dran machen. Also ich habe auf jeden Fall geplant, bei uns dann auch im Schlafabteil ein Aquarium hinzustellen. Aber ich glaube, ich mache das hier an diesen Turm dran. Weil es geht einfach. Weil dieses Aquarium oder Aquarien T2 ist einfach rund. Also ist es ist ein bisschen schwerer, glaube ich. Also ich habe mir auch durch die Größe... Boah, es ist auch riesig. Ich bekomme das da ja nicht mal hin. Ach du grüne Neune. Ach du meine Nase. Nicht. Gut, das geht da sogar nicht mal dran. Mein Plan war nämlich... Ja, ansonsten müssen wir das hier so dran machen. Ha. Links und rechts. Warum eigentlich nicht? Weil wir müssen ja irgendwie... ne? Warum nicht oben vom Glashaus aus? Ihr wisst, steckt die Steine weg. Achso, falls ihr Fragen habt, zwecks Methan und dem neuen Stickstoff. Der Stickstoff wird natürlich auch hier bei den. Oh, jetzt habe ich vergessen, wie das Ding heißt. Aber ihr wisst, was ich meine. Bei dem Extrahierer. Moment, ich guck nochmal nach, wie der heißt. Oh, tut mir leid. Ist mir total entfallen. Genau, Gasextraktor. Ich habe jetzt schon den Zweier gebaut. Wir hatten davor immer den Einser stehen. Den ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht mal finde. Achso, ja, ich habe ja an, dass mir nur die aktuellsten Sachen angezeigt werden. Okay. Okay. Oh, hallo, eine Biene. So, wir gehen bis nach ganz oben und gucken mal. du, bauen wir einfach neben die Generatoren einfach ein paar Fische. Das ist doch eine super Idee. So, ich hoffe, wir verlieren jetzt keinen Strom. Das bauen wir nämlich gleich wieder hier hin. Ja. So. Du, man merkt gar keinen Unterschied, ne? So, dann bauen wir nämlich hier ein Aquarium hin. Und oh, ich bin noch überlegen, ob wir nicht hier noch ein Aquarium dann dran bauen. Und nicht hier. Nee, doch hier. Hier und hier auf die Seiten. Es soll ja schon ein bisschen symmetrisch soll es ja sein. Ein bisschen symmetrisch. So, dann hatten wir hier den Kernfusionsgenerator, genau. Den Kernfusionsgenerator. So, und dann können wir auch schon starten mit unserem großen Aquarium erstmal. Genau, oh, nice. Oh, alter Schwede, schaut euch das an. Und hier setzen wir dann gleich kleine Fischchen ein. Hoffentlich. Komme ich auch wieder? Oh, ja. Da, hallo. Das kann man nicht reintun. Genau, da muss man das noch entwickeln. Das wollte ich aber auch mit euch zusammen machen. Sehr nice. Ach, wir könnten eigentlich auch... Och, Leute. Das ist jetzt natürlich verlockend. Das einfach nur in eine Seite zu machen, wisst ihr? Übers Wasser. Übers Wasser. Ich weiß es nicht. Lass uns mal oben rausgehen und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Also, so sieht die Kuppel jetzt aus. Geht natürlich auch nach unten. Und wir könnten jetzt entweder hier noch eine Kuppel dran... Nee, ich mach's noch auf die andere Seite. Ja, alles andere würde, glaube ich, komisch aussehen, oder?
So, ja, würde ich sagen, oder? Das passt. Genau. Also wenn, dann würde ich tatsächlich noch zwei Aqu wisst ihr was? Ja. Total ja. Wir machen einfach noch auf die anderen beiden Seiten auch noch einen drauf, damit das wieder passt. Wisst ihr? So, das heißt, wir brauchen Iridium. Ich glaube, wir haben nämlich alles. Wir haben jetzt auch die Dreier-Dinger hier. Warte mal. A, B, C. A, B, C. Genau. Dann brauchen wir zwei Superlegierungen. Die sind ja easy. Und dann haben wir, glaube ich, Dünger noch gebraucht. Dünger haben wir auch. So, das sollte ja kein Problem sein. Ah, und diese Mikrochips. Die Mikrochips habe ich übrigens hier zum Herstellen. Und ja, das sollte auch kein Problem sein. Schauen Sie hier. Okay, jetzt nur noch die Superlegierungsstäbe. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Also bauen wir mal vier Aquarien. So, aber wir wollten noch die kleinen Aquarien hinmachen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie groß die sind. Nee, passt auf, wisst ihr was? Die kleinen Aquarien machen wir in unsere Tierabteilung. Wir haben ja. Ja, wir haben. Ich weiß, sie wusste das nicht, aber wir haben hier eine Tierabteilung. Okay. Und die befindet sich. Tada! Hier, wo auch die Schmetterlinge gezüchtet werden. Und wo die Schmetterlinge auch leben. In Anführungszeichen natürlich. Okay, mal gucken, wie groß das Aquarium ist. Ja, nee, passt auf. Nee, machen wir doch. Machen wir oben in den Wohnraum. Und hier in die Küche wäre doch cool, oder? Können wir unserem Essen beim Wachsen zusehen? So. Schauen wir hier. Ah, das passt doch super, oder? Was sagt ihr? Ich meine, wir könnten das auch hier. Na, dass die Bäume schon wieder durch die Base wachsen, das gefällt mir unglaublich. So. Und dann ist die Frage, ob wir das Aquarium an die Wand machen oder ob wir das hier so mitten in den Raum klatschen. Einfach so. Da ist das Aquarium. So. Passt doch gar nicht richtig hin, ne? Also es muss, wenn dann schon hier in die Mitte kommen. Nee, das ist auch viel zu eng. Da kommen wir ja gar nicht mehr da dran. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, passt auf. Wir gehen doch hoch und machen das hier in den Schlafraum mit rein. Dass wir hier ein bisschen belebter ist. Dass wir hier nicht so einsam sind. Müssen wir mal gucken. Ah, kannst du es aber auch nur entweder so hinstellen? Aber wir können es hier gar nicht hinstellen. Weil wir keinen Platz haben. Ehrlich jetzt? Okay, da bleibt halt für ewig nur ein Bett stehen. Ansonsten könnte man das Aquarium noch hier hin machen, um einfach den Raum zu füllen. Oder wir bleiben hier. Machen das aber dann so ein bisschen. So. Da haben wir nämlich direkt hinter unserem Pult. Komm mal ein bisschen gucken. Hier, gucken Sie hier. Schmetterlinge im Aquarium. Nein, natürlich nicht. Okay. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Da gibt es nämlich neue Fahrpläne. Und zwar kann man jetzt hier die Fischkromeier herstellen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Zwar habe ich die Dinger hier vorbereitet. Also diese Kuni-Eier, die haben wir ja schon. Die können wir ja auch schon mal einsetzen. Die können wir uns schon mal anschauen. Zack. Ah, da kommen zwei Fische rein. Okay, zwei Fischis. Wie sehen die denn aus? Oh, das sind so ganz normale rote. Ich meine, wir können auch die normalen Eier einfach so hier, ne? Und die besonderen kommen dann in die schönen großen. In die schönen großen. Ja, müssen wir mal gucken, was wir so rausgebrütet bekommen. So. Also, da machen wir das rein. Da machen wir das rein. Da machen wir. Nein, nein. Nein, nicht ganz. So, und bing, 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 bing. Sequenz abbrechen. Nein, ich will. Hä? Musste man da nicht nochmal drücken? Das war bei den Bäumen so, ne? Dass man da zweimal drücken musste. Na ja. Okay, dann haben wir jetzt einmal. Aber ich glaube, es ist ja irgendwie immer.
Hier ist Plankton C gar nicht mit dabei. Kann es sein, dass das einfach nur seltene sind dann? Aber ich habe jetzt Plankton. Okay, wir gucken mal, wir gucken mal, was da für Fischeier bei rumkommen. Okay, ansonsten hier habe ich permanente Herstellung. Das ist momentan, steht das still, weil ich hier Methan habe. Aber das können wir eigentlich mal umändern in Stickstoffkartusche. Wir wollten oben noch die Fischis. Bevor ich. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Oh, gut, wir haben noch ein C da. Oh, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Dünger. Was war? Genau, da haben wir den T2-Dünger noch gebraucht. Den haben wir nicht mehr. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Oh, nicht aufgepasst. Okay, während die Sequenz durchläuft. Wir brauchen nochmal Algen und Kürbis. Das sind die Kürbisse. So. Da sind die Kürbisse. Zwei Stück habe ich gebraucht. Das reicht für zwei Stück. Und dann brauchen wir Algen. Algen. Alge, Alge, Alge. Nicht? Nee. Das ist, glaube ich, die falsche Alge. So. Dann haben wir hier einmal. Und zweimal. Sehr schön. Oh, ein kleiner grüner Fisch. Oh, goldene Fische. Hallo. Gut, wir haben noch ganz viele von denen hier. Die können wir jetzt nochmal reintun. Und hier ist auch. Oh, das sieht auch schön aus. Es geht ja auch darum. Oh, vermehren die sich auch? Ich frage für einen Freund. Das würde mich richtig freuen. Habe ich hier noch? Nee, habe ich nicht. Okay. Den müssen wir hier an den Schrank. Da müssen auch, glaube ich, mal wieder welche hergestellt werden. Ah, guck mal, da hat jemand mitgedacht. Sehr schön. Dann können wir nämlich hier. Zack, noch mehr Eier herstellen. Nein, dich brauche ich tatsächlich. Das muss da rein. So, weil wir wollen hier noch unbedingt zwei Aquarien bauen. Ja, das ist jetzt immer hier mit dem Hochgehen, ne? Okay, wir hatten Drehwurm. Ich auch. Okay, so, dann machen wir das hier auch weg. Oh nein, das ist nicht so gut. Bin ich ehrlich. Aber wir können ja schon mal hier das Aquarium hinmachen. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. Wieso? Wieso nicht? Wieso machst du das jetzt nicht? Was stört dich da? Okay, irgendwas stört da. Muss man mal gucken. Hier geht's, ja, hier geht's dran. Okay, aber irgendwas stört hier. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Das gefällt mir so nicht. Da müssen wir gleich mal raus. Ja, wir werden das Problem schon finden. Wir werden den Fisch schon schaukeln. So, oh, da kommen drei Fische. Fischis rein. Kann man da auch Leuchtstäbe reinmachen, sodass das Aquarium von oben von unten leuchtet? Wir werden sehen. Liegt es hier an den Bäumen, dass du das nicht machen willst? Nee, das liegt an dem. Oh nein! Das ist natürlich ärgerlich. Das liegt an dem da, ne? Schneidet. So würde funktionieren, ja? Okay. Ich weiß doch nicht, wie ich dann hinkomme. Alles für drei theoretisch funktionieren. Okay. Nee. Schade. Schade, schade, schade. Es liegt halt wirklich an diesem. An dieser Wand. Schade. Ich meine, nee, man könnte es nicht immer weiter unten hin machen. Auch weiter unten wird es nicht funktionieren. Ich meine, die Idee wäre ja, aber das sieht man ja auch schon, das funktioniert auch nicht. Okay. Ja, dann haben wir halt nur drei Aquarien, oder?
Ja, das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus. Cookie. Fischies. So. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt nochmal in die Höhe bauen oder ich könnte das hier noch dran machen. Aber warum? Es reichen ja eigentlich die Aquarien, oder? Ja. Ja. Ach. Das ist doch vollkommen okay. So. Wichtig ist ja, dass jetzt das jetzt alles mit Fischis gefüllt wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist jetzt nicht primär. Oh, es müssen alles die besten Fische sein. Oh, neue Eier? Sehr schön. Da müssen wir mal gucken gehen. Wir haben neue Eier entdeckt. So wie das klingt. Sehr schön. Oh, das sieht auch schon aus wie ein Premium-Fisch, oder? Nee. Das ist tatsächlich kein Premium-Fisch. So. Aber wir hatten ja gesehen, dass die hier auch irgendwie die besten abwerfen, oder? Irre ich mich da? Das ist der Premium-Fisch? Nee, das ist auch kein Premium-Fisch. Warum hast du denn geblinkt? Ich werde jetzt mal gucken, was die hier rauswerfen. Ja. Ist halt jetzt immer. Ich brauche einen Fahrstuhl. So. Dann tun wir den hier mal rein. Ey, ganz ehrlich, aber der eine Fisch, der sieht ja richtig cool aus, finde ich. Ich finde, der gefällt mir irgendwie. Obwohl der hier auch, der. Ja. Okay, mir gefallen beide. Hier war der. Hä? Der sieht doch genauso. Okay. Also goldene Fischeier. Das ist der hier, ne? Das ist der goldene. Und die anderen ist der gleiche, den wir auch drüben haben. Oder? Das Guerrero. Ja, wir gucken mal. Kann man irgendwo sehen, so eine. Nee, schade. Ich hätte als es noch schön gefunden, wenn man halt irgendwo noch gesehen hätte. Ja, die und die Fische hast du jetzt schon erforscht. Ja, das wäre nice gewesen. Immer diese Bäume im Gebäude. Ulani. 250. Okay. Nee, die kann ich erforschen. Jetzt passt auf, die kann ich erforschen. Weil wir jetzt, dadurch, dass wir Fische haben, läuft der Fischcounter. Passt auf. Das läuft ja jetzt. Seht ihr, das haben wir gar nicht reingeguckt. Da haben wir gar nicht reingeguckt. Hier, da bei Tiere. Das läuft ja jetzt. Hier. Unaufhörlich. Und wir haben ja. Nee, nicht die Satelliten. Da, Freischaltungen. Genau. Hier bei Tiere. Da haben wir hier nämlich die Ulani. Und dann kommt hier Aelara-Eier. Fischausstellung. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann kommt nochmal gemeine Lara. Ja gut, komm. Hier, Lirmasamen. Ach ja, mir hat jemand. Seht ihr? Seht ihr? Jetzt kann ich euch noch was erzählen. Und zwar, mir hatte jemand in den Kommentaren geschrieben. Wenn ich das richtig verstehe, ist das dieses Schiff da hinten wohl immer wieder den Loot respawnt und dort immer wieder das gleiche Zeug drin ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder meint er das große Schiff? Wir gucken hier mal rein. Ansonsten können wir mal bei Zeiten im großen Schiff vorbeischauen. Wie ging nochmal das Licht an? Hä, ist das nicht das Licht? Doch, das war doch das Licht. Du machst das nicht an? Ah, oh mein Gott. Weil man F drücken muss. Ja, das letzte Mal, als ich irgendwo im Dunkeln unterwegs war, ne? Das ist. Jahrzehnte ist das her. Und ich muss nochmal nachschauen, welches Schiff genau. Also, ich dachte, dass er das hier gemeint hat. Ich muss nochmal nachgucken, welches Schiff genau er gemeint hat.
war jetzt spontan mich daran erinnert, dass das so war. Aber gut. Huch. Ey, das sieht so cool aus mit den drei Türmen, drei Bällen. Huch. Du sollst dich ganz oben hinstellen. Ja, dann gucken wir gleich mal von unserem Raketenturm runter. Und dann sehen wir alles. Oh, wie wunderschön unsere. So. Unsere Base ist. Nein, ich finde es trotzdem sieht geil aus. Aber die Fischdomes, die sind ja riesig. Riesig. Schade, dass es. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich schaff's auch nicht mehr rechtzeitig zu essen. Ey, ich habe komplett vergessen, ne? Mich abzufedern. Komplett vergessen, dass Fallschaden vorhanden ist. Ja, passiert. Was soll ich sagen? Passiert. So, wir essen jetzt aber erstmal was, bevor wir hier weitermachen. Zack. Genau. So. Und wir gehen jetzt rüber und gucken. Ja, wir müssen ja dann auch die Fische. Ich habe vergessen, Forschung zu drücken. Hier, wieder Ulani-Eier. Ja, das ist in Ordnung. Können wir mal gucken. Aber die goldenen sind ja eigentlich das Ziel. Die goldenen Eier. Dö-dö-dö-dön. Ja, sobald es wieder hell ist, stelle ich mich einfach unten hin und gucke nach oben. Und dann kannst du die ganzen schönen Fischis sehen. So. Ich würde am liebsten in ein Becken nur goldene reintun. Oh, die Lilan, die sehen schon auch geil aus, oder? Kann sein, dass einige mehr Lila sind als andere? Okay, wir können jetzt die anderen Eier erforschen. Ja, ich würde tatsächlich jetzt erstmal hochgehen und einfach von oben runter. Diesmal auch wirklich schweben. Nicht so wie letztes Mal. Sterben. So. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das produziert auch ziemlich schnell, finde ich. Also, das geht hier zacki, zacki. So. Also, ich merke schon, einige Fischeier werden einfach zu Kaviar. Gut, Kaviar ist ja nichts anderes. Oh, Buju-Eier. Das ist auch was Neues. Oh, das ist Nulani. Nee, Buri. Hä, die sehen aber aus wie. Interessant. Okay, wir hauen mal die Eier hier alle rein. Und dann müssen wir mal gucken. So. Das ist halt wieder was Neues, ne? So, davon brauchen wir ganz viele und davon brauchen wir ganz viele. So. Ich würde jetzt tatsächlich nochmal ein paar Eier herstellen. Und ich würde es jetzt nochmal laufen lassen und würde euch dann nach dem Cut wiedersehen. Sobald es ein bisschen gelaufen ist und wir die ganzen Sachen freigeschaltet haben. Und ich mache hier ein paar Eier. Und wir sehen uns dann ja nach dem Cut wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe die Fische, um sie einfach besser sehen zu können, in solche Aquarien gepackt. Und das ist jetzt hier die Boriuna und die Buju-Fische. Und ich habe oben in die großen Fischtanks, habe ich jetzt mal die besseren Fische reingetan, damit das einfach von den Tieren her schneller geht. Weil umso besser die Fische sind, ne? Umso schneller geht's. Und das sind halt diese hier Ailera und die Ulani. Übrigens, die Ailani. Ja, genau, die Aliani. Die werden tatsächlich mit Muttergen T2 gemacht und nicht T3 wie die anderen.
Da werde ich auch noch ein bisschen rumprobieren, ob man auch mit dem T2 die anderen machen kann. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Werden wir aber schon, denke ich mal, noch so einen Durchblick bekommen. So. Aber eine Sache habe ich jetzt nämlich schon fertiggestellt. Das wollte ich euch nämlich zeigen. TT. Hier, die Fischausstellung. Das würde ich dann jetzt auch gerne mal machen, damit wir dann auch sehen, wie das aussieht. So. Genau, was brauchen wir dafür? Baumrinde. Und jetzt machen wir dann auf die andere Scheibe. Ich meine, Baumrinde habe ich eigentlich genug. So. Sehr schön. Ja, wir haben auf jeden Fall mehr als drei Fische. Ich werde das dann alles auffüllen. Ich werde die Folge auch nicht mehr so lange machen. Denn wir haben tatsächlich noch ein bisschen was zu tun hier. Denn ich habe gesehen, es gibt ein neues Schiff. Die komplette Wasserfallsektion wurde überarbeitet, beziehungsweise gelesen habe ich es. Und das möchte ich dann natürlich mir auch anschauen. Und es soll 11 verschiedene Fischarten geben. Okay, es ist der Wahnsinn, was einem hier geboten wird. Nee, also ich finde es echt schön. Also finde ich cool, dass sie weitermachen. Wir brauchen mehr Rinde. Mehr Rinde. Oh. Ah, oh, jetzt kann man die auch richtig geil sehen, ne? Jetzt. Oh. Der sieht. Ey, ohne Witz, der sieht aus wie der Schmetterling. Oh, krass. Ich glaube, ich habe auch noch nicht alle Schmetterlinge, oder? 2, 4, 6, 8. 10, 12, 15, naja, minus die. Aber ich glaube, die Biene gehört doch dazu. Ich meine, es ist jetzt kein Schmetterling. Aber ich glaube, die Biene hat dazu gehört, oder? Bin ich mir nicht sicher. Okay. Wir werden auf jeden Fall abwarten, dass hier die Rinde produziert wird. Damit wir dann noch mehr Fischausstellungen machen können. Und ich würde sagen, ich beschäftige mich jetzt erstmal nur damit, dass ich die verschiedenen Fischarten, die wir bis jetzt gefunden haben, alle mal ausstelle. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder und schauen uns dann die anderen Updates an. Also das heißt, kann auch sein, dass ich das so zwischendurch mache, während die Sachen hier weitergehen, dass wir uns das dann anschauen. So. Okay, welche? Den Fisch habe ich noch nicht und ich glaube, den. Hatte ich den Guerrero schon? Ich glaube nämlich nicht. Borina, Ulani. Genau, den Guerrero hatte ich auch noch nicht. Okay. So. Sehr schön. Den haben wir schon mal. Also, ganz ehrlich, also die Farben von den Fischen, die sind natürlich auch der Hammer. Okay. So. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.